Hallo ihr Lieben, nachdem es in der letzten Woche ja schon um Kleidung ging, geht es heute wieder darum oder nochmal zur Vertiefung, aber nicht um die Kleidung, wie sie die Leute früher getragen haben, sondern naja, sozusagen den allermodernsten Stand und wie man so zwischen den Sternen reist mit Weltraumfahreranzug oder Kosmonautenanzug, darum geht es heute. Und ihr habt dann auch genügend Platz für die eigene Fantasie. Wir fangen an mit einem Hoch- oder Querformat, wie ihr es einteilen wollt. Für euch heute mache ich es mal quer, weil das Ganze hat sozusagen eine Zweiteilung. Auf der einen Seite, da spielt eure Fantasie und beim anderen geht es nochmal um die Vertiefung der Figur. Ich fange gleich an und zwar erkläre ich heute mal, wie wir so einen schwebenden Astronauten auf einer Mondoberfläche gestalten können. Dazu ziehe ich ein paar Hilfslinien, wie zum Beispiel so eine leicht gebogene Krateroberfläche oder Mondoberfläche. Und jetzt bauen wir hier unseren Astronauten zusammen aus einem Rechteck, wie wir es ja schon häufiger hatten. Und das passt auch ganz gut, weil der Kosmonaut ja an sich schon einen richtig dicken Anzug anhat, der ihn schützt vor der Kälte auf dem Planeten. Und dazu fangt ihr an am besten mit so einem Rechteck, das zeichnet ihr vor. Und dann anschließend hat unser Kosmonaut einen ganz großen Helm auf. Im Grunde ist das Thema heute sehr dankbar zu konstruieren. Und wir machen das auch so, dass wir den nicht von vorne sehen oder von der Seite, sondern wir benutzen unsere 45 Grad Ansicht. Das heißt, es ist alles ein bisschen gekippt und auch unseren Helm, den sehen wir so leicht von der Seite. Das heißt, wir können unseren Arm dann hier ansetzen. Das ist am besten möglich, wenn ihr euch das so ein bisschen markiert mit Kreisen. Und da der schwebt, hält er vielleicht einen Arm auch ein bisschen nach oben. Dieser dicke Anzug, der macht alles sehr rund an der Figur. Und deshalb könnt ihr auch die Arme so ein bisschen rund beugen. Und der ist da unterwegs mit seinen zwei Armen, die er ausgestreckt hält, in etwa so von der Länge bis zur Hüfte. Ich markiere das jetzt nur als Hilfslinie. Und die andere Hand, mit der kann er auch schweben oder er macht was. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr damit auch irgendwas ausführen lassen. So, die beiden Beine. Nachdem wir diesen Grundhelm, Körper und Arme haben, die können wir so in einer Art Laufbewegung zeichnen. Das hatten wir auch schon mal beim Sport. Und zwar könnt ihr jetzt versetzt zu diesem Arm, der so nach vorne geht, das zurückgehen lassen, beziehungsweise ist es ja auch nicht ganz deutlich, weil er ja beide so an beiden Seiten ausgestreckt hat. Und dann nehme ich hier diese Bewegung auf und lasse den hier so über die Mondoberfläche schweben. Eigentlich eine ganz einfache Bewegung für euch. So eine einfache Laufbewegung, ein Bein zurück und eins geht nach vorne. Das können wir eigentlich nur an den Schuhen sehen, weil hier die beiden Würste, die lassen das noch nicht ahnen. Aber wenn wir das Ganze konstruieren, sozusagen als Ovalfläche nach vorne und Ovalfläche nach hinten, dann wird es schon deutlich. Bei diesen Astronautenschuhen ist vorne so ein dicker Knubbel drauf, der schützt die Füße. Und das können wir hier auch einzeichnen. Wenn wir vorne so einen Kreis hinmachen und beim anderen Schuh auch, dann haben wir auch die Sohle deutlich. Das hier ist die Sohle vom einen Schuh und die andere Sohle befindet sich auf der Rückseite. So, dann bauen wir das Ganze auf. Der hat einen Kasten vor sich, den können wir auch noch skizzieren. Da sind die ganzen Instrumente drin. Dann braucht er Handschuhe. Die Handschuhe, die sind eine Vereinfachung der Hände. Da könnt ihr den Daumen zeichnen und dann die anderen Finger als Gemeinschaft sozusagen im Fäustling. Auf der anderen Seite könnt ihr das auch machen, falls ihr ihm nichts in die Hand geben wollt. Das könnt ihr ja schon. Ich mache es jetzt mal einfacher hier und dann kommen wir schon zum Helm. Den Helm, den können wir richtig groß machen. Da steckt der Kopf drin mit Atemmaske. Und der hat die Besonderheit von einem Sichtfenster. Und das ist fast wieder wie ein Kreis da eingelassen. Sowas. Könnt ihr schon sehen. Das ist ein Fenster in einem möglichst großen Helm hier oben auf dem Kopf.
Und anschließend hat unser Astronaut hinten noch einen großen Rucksack. Das könnte durch ein weiteres Rechteck andeuten, den der da hinten dran hat. Also dieses Rechteck, was der hinten dran hat. Und jetzt haben wir eigentlich schon die Grundkonstruktion von unserem Astronauten so weit, dass wir den anziehen bzw. die ganzen Details zeichnen können. Das mache ich jetzt auch mal. Also, wir fangen hier an, gleich nochmal am Kopf. Der hat ein Sonnenvisier davor. Das kann er so ein bisschen auf und zu klappen. Dann hat der Helm Kopfhörer und ein Mikrofon. Das können wir aber wahrscheinlich nicht sehen. Das ist innen drin. Und ansonsten ist der Helm ziemlich flach bzw. glatt. So, dann ist da ein Scharnier bzw. ein Verschluss zum Körper, damit da keine Kälte oder Hitze reinkommt. Anschließend hat der so einen Träger vorne. Hier dran könnt ihr zwei Träger zeichnen, wo sich die ganzen Apparaturen, die Messgeräte, vielleicht eine Kamera oder zusätzlich ein GPS, ein Orientierungssystem ist da drin, damit er den Weg findet und so weiter. Da macht er einen Kasten und könnt noch was draufschreiben, wenn ihr wollt. So, anschließend hat er hier eine Tasche. So, da hat er auch noch Sachen drin und die könnt ihr bis runter malen. So, es geht hier bis in den Schritt rein und dann hat er hier noch zwei Gürtel. So, weil auf der Rückseite befindet sich noch ein Fallschirm. Den können wir nicht sehen, aber das sind die Fallschirmgürtel hier. Die gehen hier so hoch und dann könnt ihr hier den ganzen dicken Körper als eins zeichnen, weil das hängt zusammen. Wichtig ist vielleicht, dass hier auch noch ein Schlauch rausgeht. Den könnt ihr aber auch hinten rum laufen lassen. So, der geht zum Atemtank. Die sind auf der Rückseite. Und dann haben wir unsere Arme. Auf den Armen, da sind auch Taschen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das wie so ein Rechteck einzeichnen. Und dann die Arme hier nochmal nachfahren. Wie so ein bisschen Stoff, so Knicke reinmalen vielleicht. Auf der anderen Seite natürlich auch. Wenn ihr da solche Knicke malt, dann sieht es aus wie die Armbeuge, also wie am Arm. Und dann sind wir schon bei unseren Handschuhen. Die haben tatsächlich einen Spiegel vorne drauf, damit der Astronaut sehen kann, ob sich sein Fallschirm oben öffnet. Das ist interessant. Außerdem hat er noch ein Höhenmesser am Arm. Dann ist hier noch ein Gerät dran, da kann er sehen, wie hoch er gerade fliegt. Dann gibt es noch ein Druckkontrollsystem, da kann er kontrollieren, wie viel Druck er in seinem Anzug hat, aber das lassen wir mal weg, weil das sieht man nicht. Und dann hat er tatsächlich links und rechts eine Kamera am Bein. Das glaubt man ja gar nicht, aber das hatten die tatsächlich oder haben die tatsächlich. Da hat er hier eine Kamera. Dann machen wir hier gleich noch Knie. Hier mache ich mal die Schuhe, beziehungsweise diese Knieschützer. Hier sind die Hosen, die kommen dann in die Schuhe, genau. Auf der anderen Seite hat er tatsächlich auch eine Kamera. Die könnt ihr ruhig so rausmalen. Die geht da so raus wie so ein kleiner Knopf. Und dann haben wir auch hier wieder die Knicke. Guckt mal, solche Knicke in der Kleidung, die gehen runter bis zu den Schuhen. Die Schuhe, die sind so rund, die sind relativ einfach, weil die müssen ja ganz geschlossen sein. Und dann haben wir hier vorne diesen Knubbel, damit er sich nicht wehtut. Und da könnt ihr so ein Muster drauf zeichnen. Sowas. Und dann anschließend die Sohle unten drunter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch ein Muster, damit er nicht ausrutscht. Und auf der anderen Seite, da machen wir das genauso. Da könnt ihr es ein bisschen abflachen. Das ist der Schuhschutz vorne. Und dann hinten die Schuhe einfach rund zeichnen. Hier auf der anderen Seite machen wir auch noch einen Spiegel auf den Handschuh. Ich weiß nicht, ob er den dort auch braucht. Aber ansonsten kommt hier der Fäustling mit dem Finger wieder hin. Und dann. Also wisst ihr was, es gibt wirklich viele Schläuche an dem Ding. Wenn ihr wollt, könnt ihr hinten auch noch einen Schlauch hinmalen und so weiter. Vor allem diesen Rucksack nicht vergessen, dass ihr den auch noch fertig macht, vielleicht ohne Taschen, weil der kann da gar nicht hinfassen. Und dann habt ihr schon einen schönen Astronauten gezeichnet. Der ist jetzt schon soweit ziemlich fertig.
Und der kann jetzt über die Mondoberfläche beziehungsweise über die Asteroiden- oder Sternenoberfläche fliegen, weil der ist ja sehr leicht im Weltraum. Beziehungsweise wenn er auf einem kleinen Asteroiden ist, dann könnt ihr auch solche Krater zum Beispiel zeichnen. Sowas hier. Oder Steine, die da liegen. Und vielleicht noch einen großen Krater und so weiter. Und der fliegt hier jetzt. So, jetzt kommen wir eigentlich zu eurer Aufgabe in der halben Stunde, die ich ansonsten euch immer Zeit gebe. Im Anschluss kommen dann die Farben. Für euch heute sage ich nur so viel. Ich mache das Visier dunkel, weil das ist ja ein Sonnenschutzvisier. Da kommt die Sonne nicht rein. Das könnt ihr auch so teilen, also egal wo. Dieses Ding kann einfach dunkel sein. Ansonsten ist der ganze Anzug natürlich eher weiß. Beziehungsweise nicht natürlich, sondern der ist einfach ziemlich weiß. Bis auf die Schuhe. Die haben auch noch so ein bisschen dunkle Absätze. Aber ich glaube eher, weil es schön aussieht. Und es gibt noch eine Sache. Ihr könnt eine kleine Fahne unterbringen. Welche Fahne ihr wollt, das könnt ihr selber machen. Ob es die chinesische Fahne oder die deutsche ist oder eine Fantasiefahne. Das könnt ihr euch ja ausdenken. Unten die Schuhsohlen könnt ihr noch dunkel machen. Und vor allem gebt unserem Astronauten noch einen schönen Schatten unten drunter, damit man auch sieht, dass der da über der Landschaft fliegt. Ja? Und dann habt ihr schon einen weitgehend fertigen Astronautenanzug gezeichnet. Ich komme mal kurz mit einer Sache noch, und zwar mit ein bisschen Blau. So, Moment. Das könnt ihr vielleicht noch machen, dass ihr in den Anzug ein kleines bisschen Blau reinbringt danach. Ne, sowas. Beziehungsweise das dann entsprechend anlegt. Ich mache das jetzt nur ein ganz bisschen, weil das sieht ganz schön aus, wenn ihr das Weiß mit ein bisschen Blau mischt. Beziehungsweise wenn da ein bisschen Farben reinkommen. Ihr könnt es ganz nach Fantasie machen natürlich. Von der anderen Richtung kann auch die Sonne drauf scheinen, dass zum Beispiel hinten eher kalte Farben sind. Also hier hinten, der hintere Teil vom Kosmonauten eher im Schatten liegt. Sowas. Könnt ihr den ganzen hinteren Teil, wenn ihr wollt, auch ein bisschen mit Blau bemalen. Sowas, wie ich es jetzt mache. Und dann entsprechend das gegenüberliegende Stück, da könnt ihr ein kleines bisschen Sonne reingeben. So, dann kann man hier hinten auch den Schatten ein bisschen blau machen. Und dann könnt ihr zum Beispiel in den anderen Teil ein kleines bisschen Sonne reingeben. Moment. So. Hier die Sonne scheinen lassen. So, zum Beispiel, ne? Und dann entsprechend auch bei den Kratern und bei der Asteroidenoberfläche könnt ihr da die Fantasie walten lassen, weil jetzt kommt eure Aufgabe. Was passiert denn auf dem fremden Planeten und was vor allem entdeckt unser Astronaut dort? Also wem begegnet er und was für Abenteuer erlebt er auf diesem Planeten? Da können Pflanzen wachsen. Oder da können komische Tiere unterwegs sein. Was da unterwegs ist, ob das irgendwelche Giraffen sind oder komische Wesen, da habt ihr alle Fantasie. Deshalb mache ich hier jetzt ein großes Fragezeichen. Und ihr denkt euch aus, was hier passiert. Und bin gespannt, was euch da einfällt. Ich hoffe, es ist nicht so ein Chaos, wie ich es hier gemacht habe, sondern so ein richtig fremdartiges Wesen, vielleicht mit vielen Augen, ruhig auch ganz bunt und so, wie es euch einfällt. Ne? Und das schickt ihr mir dann. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zeichnen. Und wenn ihr Fragen zum Astronauten habt, dann schreibt mir schnell zurück. Also, alles Gute und bis bald.